1,4 Millionen wäre natürlich toll, wenn wir das jetzt übertreffen könnten. So. Jetzt gucken wir uns mal die neuen Fotos an. Das ist also nach dem Motto Heldinnen fotografiert von Gunter Sachs mit Claudia Schiffer. Was ist das jetzt für eine Heldin? Das war die Erschießung der Mata Hari. Mata Hari. Und das ist die BB, die Wäsche aufhängt. BB, die Wäsche aufhängt. Ja, man erkennt sie an der Hand. Ah, da ist sie. Und zweideutig. Marlene Dietrich. Erkennt sogar ich. Ja. Blauer Engel. Beide des Blauen Engels. Das ist Scheherazade. Scheherazade. Tausend eine Nacht. Ja. Scarlett O'Hara, jetzt wieder ganz aktuell, zweiter Teil. Das ist die Trümmerfrau. Trümmerfrau, mein Kind, was weißt du für die Trümmerfrau? Wir gleich mal Carmen und Carmen, das die Erstechung der Carmen. Lag dir besonders, habe ich gelesen zumindest. Lara. Ist das? Lara. Lara, ja. Und das sind nochmal alle 10 Heldinnen. Aha, also alle am Stück. Heldinnen der Geschichte. Claudia, hat dir eine Frau besonders gelegen, wo du sagst, das ist eine Heldin? Wo du gesagt hättest, das ist eine Frau, mit der ich mich identifizieren kann, die gibt auch mir was? Also, meine Lieblingsfigur war die Lara aus Dr. Zhivago. Die ist sehr romantisch, ist eine ganz einfache Figur, mit der man sich leicht identifizieren kann. Kleopatra fand ich sehr gut, aber muss ich sagen, es war schwer, sich mit ihr zu identifizieren. Hat vor 2000 Jahren gelebt, ist natürlich etwas schwieriger. Und eine Figur, die ich mich selbst, an der ich mir selbst, die ich sehr bewundere, sagen wir mal so, ist die Isadora Duncan, die ja eine Tänzerin war und immer den Ausdruck ihrer Seele zeigen wollte beim Tanzen und die ja diese tolle Geschichte hat, was heißt tolle, aufregende Geschichte hat, die wurde ja durch ihren roten Schal, der sich im Hinterrad ihres Wagens verfangen hatte, erdrosselt. Ja, das und macht er natürlich, dann berühmt. Natürlich, ja. Aber vorsichtig beim Autofahren, Fahrradfahren mit langem Schal. Jetzt also nochmal zu der Idee der Stiftung. Das heißt, wer jetzt sagt, diese Fotos sind toll, die würde ich gerne haben, der müsste einen Katalog von dir anfordern. Ja. Nachdem wir natürlich auch über diesen Katalog ganz schön Geld reinbekommen könnten und der ja auch an sich einen Wert hat. Wie viele Fotos sind da drin? Wie viele Seiten? Da sind, ich glaube, 57 Fotos drin und der hat 16 Seiten in Farbe. Kostet. Und da müsste man 10 Mark in ein Kuvert legen und sie schicken nach Gunter Sachs, Gstaad, Schweiz. Gut, Gunter Sachs, Gstaad, Schweiz, wenn Sie diesen Katalog wollen und dann können Sie sich über diese Fotos informieren und können nebenbei was und Gutes tun. Und die 10 Mark kommen natürlich der Stiftung zugute. Ah ja, also ja, die werden nicht eingesteckt, also mit Ihren 10 Mark sind Sie auch schon bei der Stiftung dabei. Jetzt zur ersten Wette. Brautkleider, hast du auch schon Brautkleider vorgeführt am Laufsteg? Ja. Ja. Jetzt werden wir einige sehen. Wetten, dass Beate Gnazzi mit verbundenen Augen 60 Brautkleider erkennen kann. Das heißt, sie wird nicht sehen, sie wird an diesen Bräuten rumtasten, was wir auch gerne täten, aber nicht dürfen, sondern das macht Beate ganz alleine. Frage, ist es möglich, 60 verschiedene Kleider, Brautkleider, die sich alle irgendwo ähnlich sind, durch Tasten zu erkennen? Ihr würdet euch bitte absprechen und mir dann ein Ergebnis bekannt geben. Ihr habt noch Zeit, weil ich mir natürlich erstmal die ganzen Bräute angucken möchte, um mal zu sehen, inwieweit sie sich ähneln, inwieweit sich die Kleider ähneln. Also jetzt bitte die Bräute.